an bei Los geht's los. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen am Hamburger Institut für Sozialforschung. Das Thema des heutigen Abends ist für den normalen Betrieb an unserem Institut auf den ersten Blick zumindest vielleicht etwas ungewöhnlich. Es freut mich deshalb sehr, dass Sie heute Abend doch recht zahlreich zu uns gekommen sind. Herzlich willkommen nochmal. Mein Name ist Philipp Müller, ich bin Historiker und Wissenschaftler am Hamburger Institut für Sozialforschung. Ich möchte allerdings tatsächlich wirklich nur mit ganz kurzen Worten, und entschuldigen Sie, wenn ich das wirklich sehr kurz halte, in den Abend einführen und unsere Gäste auf dem Podium vorstellen. Vielleicht ist das in diesem ganz konkreten Fall möglich, beides zusammenzuwerfen, also die Vorstellung der Gäste und die Einführung in das Thema. Möglich deshalb, weil die Chancen und Risiken der Erinnerung, so der Titel ja unserer heutigen Veranstaltung, an einer Autobiografie diskutiert werden soll. Die Rede ist von Der Hof in den Bergen, eine Kindheit und Jugend nach 1945 von Wolfgang Hartwig, der heute Abend nach Hamburg gekommen ist. Wer eine Autobiografie schreibt, stellt sich damit unweigerlich ein Stück weit auch selbst vor, und dementsprechend ist es gewissermaßen trivialerweise der Fall, dass die Einführung von Thema und Person ein Stück weit zusammenfallen. Der zweite Grund, warum die Einführung von Thema und Person hier miteinander verbunden werden können, ist vielleicht interessanter oder mindestens genauso wichtig, denn Wolfgang Hartwig ist heute Abend im Gespräch mit Ute Daniel, und damit unterhalten sich die hierzulande, wie vielleicht nicht nur ich glaube, zentralen Vertreter einer Geschichtswissenschaft, die uns als Studenten der Geschichte in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren sehr bewegt und angetrieben hat. Die Rede ist von der Kulturgeschichte und ihrer damaligen Durchsetzung gegen Politik und sozialgeschichtliche Widerstände, kann man glaube ich sagen. Ute Daniel hat das als Professorin für Geschichte der Neuzeit an der Universität Braunschweig 2001 in einem für uns damals wegweisenden Kompendium Kulturgeschichte, ich heb's hier einmal in die Höhe, eindrücklich vorgestellt, mittlerweile in der 6. Auflage. Wolfgang Hartwig, bis 2010 Professor für Geschichte der Neuzeit mit Schwerpunkt 19. Jahrhundert an der Humboldt-Universität in Berlin, durch eine Vielzahl von Aufsätzen, ein bekanntes Themenheft der Fachzeitschrift Geschichte und Gesellschaft von 1997 unter dem Titel Wege in die Kulturgeschichte, oder auch durch den 2007 erschienenen Band Ordnung in der Krise zur politischen Kulturgeschichte Deutschlands 1900 bis 1933. Und wie wir hier im Vorgespräch erfahren haben, kennen sich Ute Daniel und Wolfgang Hartwig seit 30 Jahren von einem Podiumsgespräch auf einem Historikertag, wo die Kulturgeschichte schon Thema war. Sie haben beide seither sehr viele Sachen gemacht, die man in einem engeren oder weiteren Zusammenhang zu den damaligen Diskussionen sehen kann. Ich nenne hier nur stellvertretend von Ute Daniel die postheroische Demokratiegeschichte 2020, erschienen in der Hamburger Edition, von Wolfgang Hartwig, Freiheitliches Bürgertum in Deutschland, der Weimarer Demokrat Eduard Hamm zwischen Kaiserreich und Widerstand, 2018 im Franz Steiner Verlag publiziert. Ihr Standbein, vielleicht Ihre Stellung in der Kulturgeschichte, scheint mir dennoch zumindest eine Seite zu sein, die mich und vielleicht auch andere gespannt auf Ihr heutiges Gespräch macht, denn in Wolfgang Hartwigs Erinnerungen seiner Kindheit und Jugend im bayerischen Reit im Winkel tritt die Bedeutung einer kulturhistorischen Perspektive für mich zumindest sehr deutlich hervor. Jürgen Kocker hat als Doyen der Sozialgeschichte vor vielen Jahren gegen die kulturhistorische Konkurrenz zu bedenken gegeben, dass, ich zitiere ihn hier, nichts sich in der Geschichte schwieriger präzis erfassen lässt als das luftige, vieldeutige Gebiet der Deutungen und Gebräuche, Werte und Lebensweisen Kultur. Ich glaube an Wolfgang Hartwigs Bericht seiner Herkunft aus einer bildungsbürgerlichen, vielleicht sogar großbürgerlichen Familie in einem damals sehr ländlich geprägten bayerischen Dorf. An diesem Bericht wird die Relevanz und die Dauer von Wahrnehmungs- und Sinnstiftungsweisen sehr eindrücklich deutlich. Die historische Bedeutung
der Deutung von sozialen Prozessen und Strukturen war für mich eines der eindrücklichsten Leseerlebnisse in dem Buch. Ein Phänomen, das hier ja gewissermaßen in gedoppelter Form vorliegt. Denn in der Autobiografie wird ja nicht zuletzt die damalige Deutungsarbeit nochmals im Rückblick gedeutet. Dass Ute Daniel und Wolfgang Hartwig darüber und über weitere Aspekte des Buchs miteinander diskutieren, verspricht aus meiner Sicht einen äußerst interessanten Abend. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Moderiert. Noch ganz kurz ein Wort. Moderiert wird die Diskussion von Wolfgang Knöbel, dem Direktor des Hamburger Instituts für Sozialforschung, seines Zeichens Soziologe. Damit aber nur auf den ersten Blick fachfremd, denn Wolfgang Knöbel hat zuletzt mit Die Soziologie von der Geschichte zur Kritik der Sozialtheorie 2022 erschienen, ein Buch veröffentlicht, das eine breite Brücke in die Geschichtswissenschaften baut. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Wolfgang Knöbel hat nämlich Geschichte studiert. Und die damit erhaltene Prägung dauert offenkundig bis heute an. Insofern, viel Spaß. Cool, vielen Dank, Philipp Müller. Es ist tatsächlich noch sehr viel schlimmer. Ich wurde nämlich von Herrn Hartwig in der Magisterprüfung geprüft. Über die Note sage ich lieber nichts. Das ist ja wie im Wirtschaftsministerium. Gut, also vielen Dank, Philipp Müller. Meine Aufgabe ist, Sie heute durch den Abend zu führen, wobei führen, glaube ich, der falsche Ausdruck ist. Ich denke, die beiden werden sich genügend zu erzählen haben. Ich sage Ihnen jetzt zu Beginn gleich, wie das Ganze ablaufen wird. Zunächst wird Wolfgang Hartwig ein, zwei Seiten aus dem Buch vorlesen, damit Sie ungefähr so ein Gefühl bekommen, um was es hier geht. Dann steigen wir in das Gespräch ein. Ich denke, wir reden untereinander oder die beiden reden untereinander so bis 5, 10 nach 8. Dann würden wir ganz gerne öffnen, sodass Sie auch Fragen stellen können oder Kritik üben können, wie auch immer. Und so gegen 8:30 sollten wir ans Ende gelangen. Aber zunächst mal genießen Sie den Text von Wolfgang Hartwig. Funktioniert das Gerät? Ja, okay. Also ich fange an mit dem ersten Satz der Einleitung. Damit geht das Buch los. Und ich denke, die ersten knappen zwei Seiten geben einen guten Eindruck für das etwas komplizierte Setting des Folgenden, sowohl was die lokale Situation angeht, wie auch was die familiäre Situation angeht. Beides ist ja, wie Sie sehen werden, nicht ganz selbstverständlich. Bei mir hing vieles am Großvater, dem Legendären. Der Vater war im Krieg 6 Jahre lang und hat ihn heil überstanden, mit viel Glück. Nach einigen Monaten als Artillerist an der Kanalküste war er als Physiker beim Wetterdienst eingesetzt, hinter der Front oder mit dem Messen von Daten im Flugzeug beschäftigt. Es startete einmal zufällig ohne ihn und wurde abgeschossen. Als die Bombennächte in München zu bedrohlich wurden, beschloss die Familie, in den Bauernhof bei Reit im Winkel umzuziehen, den der Großvater 1932 gekauft hatte. Dieser Vater meiner Mutter war ein bemerkenswerter Mann. Er wurde 1879 in Passau geboren. Nach einer steilen Karriere als Jurist in der Ministerialbürokratie avancierte er im Juni 1919, also nach der Münchner Revolution, nach ist nicht ganz richtig, müsste eigentlich sagen, kurz vor dem Höhepunkt der Münchner Revolution, zum Staatsminister für Handel, Gewerbe und Industrie in Bayern. 1922 wechselte er als Staatssekretär in die Reichskanzlei. 1924 amtierte er als Reichswirtschaftsminister. Auch nachdem er anschließend geschäftsführender Vorstand des Deutschen Industrie- und Handelstages geworden war, spielte er noch eine gewisse Rolle in der Innen-, Wirtschafts- und Handelspolitik der Weimarer Republik. Nach der Machtübertragung an Hitler sah er sich im Mai 1933 zum Rücktritt gezwungen. Als scharfer Kritiker des Nationalsozialismus schloss er sich 1934 dem oppositionellen Kreis um den ehemaligen bayerischen Generalstabsoffizier Franz Sperr an.
Diese liberal-konservative bürgerliche Gruppierung arbeitete seit 1939 und verstärkt seit 1943 am Aufbau einer Auffangorganisation, wie es hieß, für den Fall des erhofften Endes der NS-Diktatur. Dabei trat sie auch in Kontakt mit dem Kreisauer Kreis um James Helmut Graf Moltke und mit dem Attentäter vom 20. Juli 1944, Graf Schenk von Stauffenberg. Am 13. November 1944, drei Tage nach meiner Geburt, schrieb meine Mutter aus dem Krankenhaus Reit-im-Winkel folgenden Brief an Theodor Heuss, den späteren ersten Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, mit dem ihr Vater politisch und persönlich befreundet gewesen war. Sehr verehrter lieber Herr Heuss, im Auftrag der Mutter, die sich zum Schreiben noch nicht recht aufraffen kann, teile ich Ihnen doch das Wesentliche kurz mit. Am 2. September wurde der Vater innerhalb kürzester Zeit vom Hof weggeholt und, wie wir später erfuhren, nach Berlin gebracht. Wir blieben bis Mitte Oktober ohne Nachricht über sein Ergehen. Schließlich fragte ein jüngerer Bruder des Vaters, der als Kapitän zur See nicht eher von Holland abkommen konnte, in Berlin persönlich nach und erhielt den Bescheid, der Vater habe sich nach 3 Wochen Haft im September das Leben genommen. Wir selbst sind bis heute ohne jede Nachricht. Es ist für uns sehr schwer, das Ganze zu verstehen. Der Großvater hatte sich während eines Verhörs aus dem 3. Stock einer Gestapo-Dependance des Gefängnisses Lehrter Straße in Berlin aus dem Fenster gestürzt. So jedenfalls die bis heute nicht abschließend verifizierte Lesart des zuständigen Gestapo-Mannes gegenüber meinem Onkel Max. Wahrscheinlich hatte er befürchtet, den Verhörmethoden bei der Forderung nach Preisgabe der Namen von Mitverschworenen nicht mehr standhalten zu können. Urne und Uhr wurden der Familie einige Wochen später per Post zugestellt. Das Schicksal des Großvaters und die Trauer um ihn lasteten auf der Familie wie ein Albtraum. Zunächst als Verlust, später als Mythos. Die Großmutter lebte noch 11 Jahre. Ich sah sie, solange sie morgens noch aufstehen konnte, nie anders als in tiefem Schwarz. Der Vater, von den Amerikanern interniert, kam im Sommer 1945 im nahen Bad Aibling auf eine nicht ganz legale Weise frei und wanderte zur Tarnung mit einer gestohlenen Schaufel über der Schulter auf direktem Weg über die Berge nach Reit. Seine Berufslaufbahn konnte er nur in einer Universitätsstadt fortsetzen. Die Mutter kümmerte sich um mich und meine knapp 2 Jahre ältere Schwester und pflegte 5 Jahre lang die Großmutter. Nach deren Tod hätte Normalität einkehren können und das tat es auch ein Stück weit, aber die Lebensumstände der Familie blieben doch einigermaßen ungewöhnlich. Vielen Dank, Wolfgang Hartwig. Wir steigen ein. Bitte, Daniel, ich übergebe dir gleich das Wort. Diesem Ungewöhnlichen, was Sie hier angesprochen haben, widmen sich jetzt die größte Zahl der Seiten. Und dann taucht der Großvater wieder auf und bildet quasi eine Klammer in irgendeiner Weise um ihr jüngeres Leben. Eine Klammer, die sich in, ja, kann man sagen, in gewisser Weise schließt, als sie ein junger Mann sind und es eine andere Bedeutung für sie bekommt. Und dazwischen vollzieht sich auf Seiten, die man, jedenfalls ich, nur so runtergeschnurrt habe, weil es eine gewisse Sogwirkung ausübt, vollziehen sich eigentlich 2 Geschichten. Das ist mein Eindruck. Und ich würde gerne hören, ob Sie den teilen. Es gibt 2 Hauptpersonen in Ihrem Text. Die eine ist der Hof.
Und dieser Hof ist nicht nur Gebäude und nicht nur Land, sondern zu meinem großen Entzücken, weil das ist für mich ein wesentlicher Teil von Kulturgeschichte, eine Fülle von menschlichen Praktiken, die dazu dienen, diesen Hof zu erhalten, zu verstetigen, davon leben zu können, bis in die kleinsten, aber extrem wichtigen Details. Das ist also der eine Protagonist. Und der zweite Protagonist ist Wolfgang Hartwig, der, wie Sie auf den folgenden Seiten der Einleitung sagen, irgendwie den Ehrgeiz hat, korrigieren Sie mich, aber so habe ich das verstanden, zu zeigen, dass das autobiografische Genre immer noch sinnstiftend ist. Das wird in der Geschichtsforschung der letzten Jahrzehnte sehr stark angezweifelt. Es wird gesagt, das sind doch alles nur Fiktionen, diese zusammenhängende Lebensläufe, so erleben Menschen doch ihr Leben gar nicht. Das ist von einem Tag auf den nächsten, das ist Stückwerk, unvorhergesehen, die Möglichkeit, sich mit sich selbst zurückzuverbinden in früheren Zeiten, ist auch eine gewisse Art von biografischer Illusion. Kurzum, also es wird dem Genre Autobiografie sehr viel Skepsis entgegengebracht. Sie wollen aber ganz explizit zeigen, dass das mit der Fiktion selbst eine Fiktion ist. Und jetzt würde mich gerne interessieren, wenn wir vielleicht mit diesem Punkt anfangen können, von Ihnen zu hören, wie Sie auf die, auf diese Sicherheit kommen, mit der Sie das gleich eingangs sagen. Es gibt eine autobiografische Selbst, wie soll ich sagen, Konstitution, eine Gestaltungsmöglichkeit, die mehr ist als rückblickende Fiktion. Was macht Sie da so sicher? Die Frage ist subtil und verlangt eine etwas komplexe Antwort. Ich fange aber mit etwas ganz Simplem an, nämlich damit, wie das Buch entstanden ist. Mhm. Das Buch ist entstanden nicht als konzipiertes Elaborat eines Geschichtswissenschaftlers, der jetzt beschlossen hat, seine Autobiografie zu schreiben, sondern es ist entstanden aus einzelnen Erinnerungsstücken. Ich gebe zu, hier sind keine Universitätsleute und wahrscheinlich wenig Juristen, ich habe die Weihnachtsferien, die Semesterferien, eine Woche oder zwei Wochen am Rande der universitären Legalität, genützt, um das Wintersemester durchzustehen, auf eine südliche Insel auszuweichen. Und auf dieser Insel war alles weg. Es waren die Studenten weg, es waren die Prüfungen weg, es waren die Sitzungen weg, es waren die Kollegen weg. Und in dieser Situation, wo eigentlich nur das Meer war und das Donnern der Dünung und gegenüber das Gebirge, in dieser Situation kam so Mitte meiner 50er Jahre, kamen Erinnerungen. Und zwar mit großer Intensität. Und mit solcher Intensität und Hartnäckigkeit, dass ich dachte, das muss ich jetzt aufschreiben. Wenn schon die Erinnerungen da sind, dann schreibe ich sie auf. Und kurz danach kam der Reflex, ja, schließlich bin ich auch Historiker und das ist eine vergangene Welt und ich habe eigentlich auch die Pflicht, das aufzuschreiben. Darf ich an der Stelle weiter stricken? Die Intensität dieser Erinnerung, ich weiß nicht, hat jemand von Ihnen das Buch schon gelesen? Dann haben Sie es noch vor sich vielleicht. Die Intensität dieser Erinnerung, die da offensichtlich plötzlich in einer Weihnachtszeit ausgerechnet am Meer, die Erinnerung eines Bergreit im Winkel, also passt nicht so, aber die Intensität dieser Erinnerung erfahren Sie schon auf den ersten Seiten, denn das gehört zu den Dingen, die
einen baff machen beim Lesen. Die Konkretheit, die Präzision, in der Sie sich an Dinge erinnern, also ich habe 1000 Möglichkeiten mir überlegt, das zu verdeutlichen, was ich meine. Zum Beispiel Ihre Beschreibung der Heuernte und der Praktiken, die damit verbunden waren, der Rollen, die die verschiedenen Leute einnahmen. Das beginnt auf Seite 40. Hätten Sie Lust, das mal vorzulesen, damit die, das Publikum merkt, was ich meine? Die unglaubliche, praktisch eine verbale Visualisierung dessen, was da passiert. Ich habe die Stelle. Ich kürze sie etwas und springe aber gleich rein. Im Sommer hing alles vom Wetter ab. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, ich spreche von meiner Mitarbeit bei der Heuernte im Alter von 7, 8, 9 Jahren. Im Sommer hing alles vom Wetter ab. Es war entscheidend wichtig, mit der Maat den richtigen Moment zu treffen. Ab Ende Mai war es soweit. In den 50er Jahren spielte dabei die Wettervorhersage im Radio schon eine große Rolle. An einem sonnigen, frischen Morgen ging es auf mehreren Wiesen gleichzeitig los, ab 5 oder 6 Uhr früh. Gemäht wurde maschinell, aber damals noch nicht mit dem Traktor, sondern mit der Maschine, die geführt wurde und sich durch das saftige, taufrische Gras fraß. Bei steinigen Wiesen hieß es dann abends, die Messer zu wetzen. Einzelne Hänge waren selbst für die pflugartig geführten Maschinen mit ihrem niedrigen Schwerpunkt zu steil. Dann trat in alter Weise die Sense in Funktion. Unauslöschlich haftet der frühe Morgen in meinem Gedächtnis, wenn ich vom Schulweg aus am oberen Ende der Leiten, die Leiten ist der bayerische Ausdruck für ein sehr steiles, für eine sehr steile Wiese, am oberen Ende der Leiten Bauer und Knecht, etwas versetzt hintereinander gehend, ihre Mahdspuren durch die Wiese ziehen sah. Lautlos sanken die Halme im Halbkreis vor den Arbeitenden hin. Wenn die messerscharfe Schneide auf einen Stein traf, gab es ein scharfes, knirschendes Geräusch. Anschließend hörte man das gedämpfte, rhythmisch an- und abschwellende Kreischen beim Wetzen der Sense mit Hilfe des am Gürtel mitgeführten, angefeuchteten Wetzsteins. Mit einem Grasbüschel wurde der Abrieb des Schleifsteins auf dem Sensenblatt abgewischt und das rhythmische, gleichmäßige Schwingen der Sense setzte wieder ein. So wichtig wie der Tag der Maat war der Tag des Einfahrens. Man musste sehen, dass das trockene Heu rechtzeitig vor den an heißen Sommertagen häufig aufziehenden abendlichen Gewittern in der Tenne oder in einem der am Wiesenrand stehenden Heustadel untergebracht war. Dann wurden alle Kräfte mobilisiert. Männer, Frauen, Kinder arbeiteten auf dem Feld nach einer strengen Routine. Erst hieß es wieder zu zeilen, dann schob der Bauer ein Stück der Zeile auf seiner großzackigen Heugabel zusammen und legte auf. Auf dem Heuwagen bewegte sich einer der Frauen oder ein Kind und verteilte das Heu sorgfältig und trat es nieder, sodass es nicht herunterfallen konnte, um Platz zu schaffen für weitere Gabelladungen. Auf einem gut aufgelegten Heuwagen türmte sich die Ernte bis zu 3 oder 4 Metern über dem Wagengestell auf. Niedergedrückt und zusammengehalten durch den Heubaum eine kräftige Stange von der Länge des Wagens. Das Treten war eine verantwortungsvolle Arbeit. Es galt, möglichst viel Heu auf einem Wagen unterzubringen und die Ladung musste so stabil geschichtet sein, dass sie sich auf den langen Wegen zur Tenne nicht lockerte. Gefährlich waren die letzten Meter. Die Fuhre bog in einer sehr engen und schmalen Kurve zur steilen Tennenauffahrt ein. Das Pferd stemmte sich mit der schweren Last mächtig ein und stürmte vorwärts. Da konnte es schon einmal vorkommen, dass der Wagen in Schräglage geriet
und umstürzte, bevor der gefürchtete Gewitterregen losbrach. An solchen Tagen waren alle Hände gefragt. Sofort nach der Heimkehr von der Schule hieß es, ab aufs Feld. Die Bauernkinder erschienen an solchen Erntetagen manchmal gar nicht erst im Klassenzimmer und lieferten nachträglich ihre Entschuldigungen ab. Mit mir wurde selbstverständlich als Arbeitskraft gerechnet. Vielleicht, wenn ich da mal dazwischen gehen darf. Also Sie beschreiben das ja alles wunderbar. Und vielleicht versuche ich jetzt mal die Frage von Ute Dani nochmal zuzuspitzen. Dass man Erinnerungen hat, kann man alles irgendwie nachvollziehen. Ich komme ja auch aus der Gegend, wie man vielleicht meinem Dialekt nachhört. Ich komme nicht aus Mecklenburg-Vorpommern. Und ich würde schon sagen, ich fand es erstaunlich, dass Ihnen auch die Adjektive und die Hauptwörter und die Tätigkeitsbeschreibungen offensichtlich irgendwie immer noch einfallen. Und als Humboldt-Professor mäht man ja nicht jeden Tag, und es ist ja schon ein bisschen lange her. Sind Sie ohne Wörterbuch, ohne bayerische Kulturgeschichte auskommen, sind die Wörter Ihnen einfach wieder so zugeflogen, wie Sie sich irgendwie sozusagen bildlich erinnert haben? Dann kamen auch die Wörter. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, die Wörter kamen. Die Wörter kamen einfach, und ich habe es auch schon das eine oder andere Mal gehört, sozusagen das Erstaunen darüber. Einer hat gesagt, ich glaube, das war sogar der Verleger Schuck, ich habe auf einer so kurzen Strecke noch nie so viele Fachwörter gehört, die mir völlig unbekannt waren, die mir aber sehr anschaulich sind und die ich jetzt gerne sozusagen meinem Sprachschatz einverleibe. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist wirklich sozusagen die Geöffnetheit der Sinne für diese Umwelt, die eine ungewöhnliche Umwelt war und für die wahrscheinlich die Sinne deshalb besonders geöffnet waren, weil ich ganz letzten Endes nicht dazu gehörte. Okay. Also ich war mittendrin, der Bauernhof hatte einen Flur in der Mitte, ursprünglich lief durch diesen Flur auch noch die bayerisch-tirolerische Grenze. Auf der linken Seite des Flurs wohnten wir, also meine Eltern, ich, meine Schwester, und auf der rechten Seite die Bauernfamilie. Was dazu führte, dass ich sozusagen auf beiden Seiten des Flurs zu Hause war und im Stall und in der Tenne und insofern dazugehörte. Aber natürlich sozusagen die Selbstverständlichkeit des Drinlebens war schon etwas gebrochen. Also ich wusste schon, ich muss das eigentlich nicht machen, das ist Bauernsache. Aber ich habe es gern gemacht und die Eltern haben mich hingeschickt und ich bin aufgegangen in dieser Welt, aber wahrscheinlich waren tatsächlich die Sinne und die Wahrnehmungsbereitschaft dadurch geschärft, dass es etwas anderes war. Diese Welt des Hofes war ja auch nicht immer nett. Also es darf hier nicht der falsche Eindruck entstehen, aus dem Buch ergebe sich ein idyllisches Landleben. Ganz im Gegenteil, kommt als Teil des Hofes zum Ausdruck die Gewalthaftigkeit, die das ländliche Leben haben kann, die eine Jugend auf dem Land haben kann, mit einer sehr bildungsbeflissenen Mutter, die auch weiß, dass sie den Kindern was Gutes tut, wenn sie auf Bildung achtet, die aber gleichzeitig auf die Kinder einen wahnsinnigen Druck dadurch ausübt, der offensichtlich ihre Schulzeit stark verdunkelt hat. Das heißt, es kommt als Teil dieser Kultur des Hofes, die sie da entfalten, entstehen sehr deutliche, dunkle Seiten. Einige der strukturellen Gewalthaftigkeiten, die mich besonders beeindruckt hat im Negativen, war die Schilderung dieser Frau, die
eine ältere Frau, die eine Verletzung hatte und sich nicht mehr bewegen konnte und die dann im Sommer weggesperrt wurde monatelang, damit sie den touristischen Aufwind nicht störte. Ja. Unglaublich. Ja, also es gibt ein paar so Geschichten direkt in unserer Nachbarschaft. Also das sind die nächstgelegenen Höfe. Und das war der Hof, in dem ich auch ein- und ausgegangen bin, wie eigentlich im eigenen, weil dort mein Freund Ernst wohnte. Das war mein engster Freund, Bauernsohn, etwas jünger als ich und ein reizender Kerl. Und dessen Großmutter war irgendwann bei den Arbeiten im Hof abgestürzt und hatte sich das Genick gebrochen. Und konnte nur, also der Kopf war tief auf die Brust gesenkt und sie konnte den Kopf nur heben, indem sie ihn mit der Hand gestützt hat. Und das war eine quälend anzusehende, qualvolle Prozedur. Und den Anblick dieser Frau wollte die Bauersfamilie den Feriengästen, die sowohl im Hof wie auch im Zuhaus des Hofes untergebracht waren, ersparen. Sie haben Angst gehabt, die Gäste kommen nicht wieder, wenn sie die Frau sehen. Und also haben sie ein Kämmerchen in der Tenne ausgebaut, wo sie die Frau eingesperrt haben. Und sie konnte also nur nachts ab und zu mal raus, wenn so sichergestellt schien, dass niemand sie sieht. Und ich habe das mitgekriegt, weil ich in dieser Tenne öfter mal auch war. Da war in der Werkstatt ein Bildschnitzer untergebracht. Und als 8- oder 9-Jähriger bin ich immer zu dieser Werkstatt und habe dem Bildschnitzer zugeschaut und habe mitgekriegt, in dem Raum daneben, in dem Kämmerlein daneben, rührt sich was. Das war die Frau. Und also das ist eins der Fälle. Ein anderer Fall ist vielleicht wirklich der mit dem Missbrauch der Enkelinnen durch einen Bauer. Da hat sich meine Mutter dann der Sache ein Stück weit angenommen, indem sie dafür gesorgt hat, dass die Mutter der Kinder ein paar Wochen lang rausgezogen wurde und im Müttergenesungsheim untergebracht wurde. Und da muss ich sagen, hatte ich neulich ein haarsträubendes Erlebnis. Ich habe gelesen beim Historischen Verein des Achentals und da meldete sich mitten in der Veranstaltung der 99-jährige Sohn des Untäters. Der hatte das Buch noch nicht gelesen und ich hatte darüber auch nicht gesprochen. Der war in seiner Jugend ein Hallodri, später ein großer Jodler vor dem Herrn, war in den 50er Jahren schon als Jodelkönig in Moskau gewesen. Sozusagen, das ist die Maria Hellwig-Schiene der Volksmusik. Und der 99-jährige Mann, selber sehr respektabel, der erzählte mir bei dieser Gelegenheit, als die Frage aufkam, wie war eigentlich die Stellung der Familie im Dorf, nachdem das mit dem Großvater passiert ist, der erzählte, welch großes Ansehen der Großvater im Dorf genossen hat. Und er erzählte detailliert eine Lesart von der Verhaftung des Großvaters, die ich nicht kannte. Der 99-Jährige hat das sozusagen um sein 30. Lebensjahr auf der Wiese miterlebt, wie der Gestapowagen ankam, in dem auch der Dorfpolizist vom Nachbarort saß, nicht der aus Reitemwinkel, wohlweislich wegen der zu großen persönlichen Nähe. Der Dorfpolizist aus dem Nachbarort wurde ausgeschickt, um den Großvater zu holen, der zu dem Zeitpunkt, das war der 2. September 1944, am Wetterkreuz war, um Beeren zu pflücken. Er wurde abgeholt. Die Mutter hat sich geweigert, ihn zu holen. Dann wurde der Dorfpolizist von nebenan geschickt und es wurde ihm erklärt, wo der Großvater zu finden sein würde.
Und jetzt kommt sozusagen die Erzählung des Polizisten, die der 99-Jährige wiedergegeben hat. Er hat ihn angetroffen und hat ihm angeboten, zu sagen unten bei dem Gestapo-Mann, ich habe sie nicht angetroffen, ich habe sie nicht gefunden. Worauf der Großvater gesagt hätte, nein, das machen wir nicht. Ich weiß genau, was auf mich zukommt. Das kommt sowieso auf mich zu. Ich gehe mit. Und ging mit. Und diese Variante war im Dorf bekannt, nicht aber in meiner Familie. Und eine ähnliche ergänzende Geschichte habe ich von einem Mitschüler vor 20 Jahren erfahren. Also das zeigt, dass auch 70 Jahre Postfestum oder 75 Jahre Postfestum, sozusagen mündliche Überlieferung, noch Neues bringen kann. Und ich war wirklich angefasst von der Erzählung dieses Nachbarn. Aber jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Das macht nichts. Das Thema ist ja, wie gesagt, die Klammer über Anfang und Fortsetzung des Buches. Und das Buch selbst, der Hauptteil, hat eben diese beiden Protagonisten, der Hof, den wir uns bisher angeschaut haben, und der zweite sind Sie. In ihrer kindlichen und jugendlichen Gestalt. Und da, vielleicht sehen Sie das nicht so, ist mein Eindruck, Ihre Kindererinnerungen sind identisch mit den Erinnerungen an den Hof. Mit den Praktiken, mit den Tätigkeiten. Sie sind als Kind eingebaut in diese Hofgeschichte. Und je älter Sie werden, speziell dann, als Sie auf die Schule gehen und Fahrschüler sind und in die nächste Kreisstadt fahren, um zur Schule zu gehen, da beginnen Sie als Protagonist jemand zu sein, der seine eigene Umgebung kommentiert, während das Kind quasi Teil der Umgebung ist, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Wenn Sie damit einverstanden sind, wäre meine Frage jetzt, wie verhält sich für Sie diese von Ihnen so anschaulich dargestellte Doppelpersönlichkeit? Das Kind Hartwig in dieser höfischen, also Hofumgebung. Ich habe mal Hofgeschichte gemacht auf der dynastischen Ebene, in dieser Hofumgebung. Und der Junge, der nachher selber kommentiert und selber agiert und seine Person und was ihr widerfährt, selbst deutet. Das ist quasi, Sie sind zweigeteilt in dem Buch. Ja. Sehe ich das falsch? Darf ich nochmal kurz dazwischen? Ich würde sagen, sogar eigentlich dreigeteilt. Sie sind der Historiker. Ja, der kommt noch dazu. Der sozusagen eigentlich eine Sozialgeschichte dieses Ortes schreibt, dann eben das Kind, das mit dem Hof verwachsen ist und dann das macht, was Ute Dahlen jetzt gerade angesprochen hat. Sie liefern aus einer kindlichen Perspektive, finde ich, eine Art von Idealtypus einer dörflichen Gemeinschaft mit den entsprechenden fast idealtypischen Figuren. Die Gemeindeschwester, der Dorfidiot, wenn man das so sagen darf, und die Ärzte und die Künstler, wie auch immer. Wie passt das zusammen? Flüchtlinge, wie passt das zusammen? Diese Verwachsenheit, von der Ute Dahlen gesprochen hat, und gleichzeitig quasi der Historiker, ist klar, kann man wahrscheinlich gar nicht wegtun, aber gleichzeitig ein Kind, das sozusagen sehr genau sieht, was in dem Ort irgendwie passiert, weil das können Sie aus den Quellen ja gar nicht irgendwie geschöpft haben. Das muss ja irgendwie auch Beobachtung gewesen sein. Ja. Also tatsächlich, also die ersten Jahre ist man mit seiner Umgebung so gut wie identisch. Und der Hof war natürlich für ein Kind attraktiv, das muss ich auch wirklich sagen. Später habe ich meinen Eltern öfter mal den Vorwurf gemacht, es wäre doch viel gescheiter gewesen und ich wäre viel weiter vorangekommen, schneller vorangekommen, wenn wir in die Stadt gezogen wären. Heute muss ich sagen, ich hatte Glück. Es war in gewisser Weise eine heile Umgebung, unmittelbar nach dem Krieg. Man hat nicht gehungert. Man konnte mit den Leuten gut auskommen. Mir war rechtzeitig klar gemacht worden, ich habe höflich zu sein.
Und sozusagen die bäuerliche Bevölkerung ist vollkommen gleichwertig, gleichrangig anzusehen. Und von daher war wenig Distanz. Die Distanz kam tatsächlich immer stärker mit dem Wechsel auf die Oberschule, dann auch mit dem Wechsel vom Dialekt zur Hochsprache. Da wurde ich langsam sozusagen aus dem Paradies des Urbayerischen hinausgetrieben, vor allem durch den Vater, der immer wieder gesagt hat, jetzt sprech mal ordentlich und sprech nicht wie ein Räuber. Wir auf die Idee kamen, dass Räuber bayerisch sprechen, automatisch bayerisch sprechen, weiß ich nicht, aber jedenfalls, das hat sich mir eingeprägt. Und ich kann das Bayerische auch heute noch und kann mühelos in dieses wechseln. Ich darf kein Wasser trinken. Nee. Entschuldigung. Ich mit muss. Einem leichten Effekt von Fremdheitsgefühl, aber also Sprache, Schule und natürlich auch selber allmählich mehr lesen, alles dieses führt zur Distanzierung. Und dann greifen sozusagen die Mechanismen der bildungsbürgerlichen Sozialisation, einschließlich der Disziplinierungsmechanismen, die dazu gehören und die mich in dieses Schulelend getrieben haben. Und dann, natürlich, irgendwann kommt der Historiker zum Vorschein, aber der Historiker ist untergründig vorhanden in der Schilderung des Dorfes. Die ist mir aber auch ziemlich in die Feder geflossen. Allerdings habe ich es dann schon während des Schreibens etwas systematisiert. Also es ging los mit den drei Wirtshäusern. Das war sozusagen das Prägnanteste, was ich von Anfang an wahrgenommen habe. Die soziale Schichtung des Dorfes entlang des Personals in den Wirtshäusern. Wer geht zum Oberwirt, wer geht zum Unterwirt, wer geht zum Löwen? Also Oberwirt und Unterwirt waren relativ gleichrangig, aber es gab deutliche Unterschiede bei der Frequenz. Und zum Löwen gingen eben wirklich nur die Kleinhäusler und die Knechte, von denen keiner jemals zum Stammtisch beim Oberwirt gegangen wäre. Man hätte ihn hinausgeekelt. Und also diese soziale Schichtung hat sich mir relativ rasch mitgeteilt. Und dann hatte das Dorf, es war eben nicht mehr ganz das ursprüngliche Dorf, sondern relativ früh schon im Tourismus engagiert, seit 1900 im Grunde oder schon vorher. Es hatte Einschlüsse von Exoten. Es gab den Kammerjäger, nicht den Kammerjäger, sondern den Kammersänger. Den Kammersänger Krämer und es gab den Schriftsteller Haik, eine besonders kuriose Gestalt. Es gab zwei oder drei Leute, die ähnlich auf einem großen Hof lebten, Städter waren, vergleichsweise wohlhabend, die sich schon in den 20er, 30er oder dann auch in den 50er Jahren einen Hof gekauft haben. Das gehörte in gewisser Weise seit dem Beginn der Stadtkritik und der Agrarromantik um 1900 sozusagen zu einer gewissen Refeudalisierungstendenz beim gehobenen Bürgertum. Und da die Passagen habe ich natürlich dann als Historiker geschrieben. Wo Sie schon von Disziplinierungsinstanzen gesprochen haben, sollten wir, es handelt sich ja um die Geschichte einer bayerischen Kindheit und Jugend, die Kirche nicht vergessen. Ja. Die ist ja nun auch in besonders interessanter Gestalt in Ihrem Leben aufgetaucht, angesichts der sehr interessanten konfessionellen Verhältnisse Ihrer Eltern. Wollen Sie dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Ja, das kann ich schon sagen. Denn es war damals in den 50er, frühen 60er Jahren tatsächlich noch ein prekäres Feld. Also ich stamme aus einer Mischehe. Man darf ja heute nicht mehr Mischehe sagen. Das hat mir mein Verleger klar gemacht.
Das ist nicht politisch korrekt. Man muss interkonfessionelle Ehe sagen. Und in dem Fall habe ich mich auch der Sprachvorschrift des Marktes gebeugt und das so hingeschrieben. Also Vater katholisch, Kleinbürger, Österreicher. 1903 geboren im damals habsburgischen Görz, heute italienisch-slowenischen Gorizia. Und die Mutter ihrerseits aus einer Mischehe, aber eben sozusagen, die kam von oben, der Vater kam von unten. Ihr Vater war protestantisch, aber er war linksliberaler, wobei man dazu sagen muss, linksliberal war damals das, was man heute konservativ nennen würde. Das ganze Spektrum hat sich sehr verschoben im Laufe der Jahrzehnte. Und als Linksliberaler war er ein kleines Stückchen antiklerikal. Also die Liberalen in Bayern haben ihre Legitimation schon aus einem kräftigen Antiklerikalismus bezogen. Das Sie sagen, glaube ich, sogar agnostisch. Er war als Naturwissenschaftler war er agnostisch. Und sagte, wie soll ich, ich kann nicht an Gott glauben. Und dann war er auch sozusagen tendenziell ein Anarch. Und jegliche Autorität abhold und kirchliche Autorität in besonderem Umfang. Und wie würden Sie das jetzt zusammenfassend beschreiben, was das in Ihrer Kinder- und Jugend Seele und Herz und Magen angerichtet hat? Also es war lange Zeit selbstverständlich, dass man, ja, vorweg muss ich sagen, es gab einen Konflikt zwischen den Eltern, als es wirklich ernst wurde mit den Kindern, wich mein Vater vom vorhergehenden Versprechen ab, die Kinder werden protestantisch, weil ihn ja der ganze religiöse Kram nicht interessiert, und bestand darauf, die Kinder werden katholisch. Mit dem Argument, für das ja auch einiges spricht, in dieser ganz katholischen Umgebung sollen sie nicht als Außenseiter aufwachsen. Ist ein Argument, ist aber sicher nicht das alleinige Motiv beim Vater. Da kam irgendein Urschleim an katholischer Prägung durch. Und jedenfalls, es war ein Konflikt, der die Ehe belastet hat. Und wir sind katholisch erzogen worden, sind auch in die katholische Kirche gegangen. Ich bin dann irgendwann als Cellospieler auch dem Orchester des Kirchenchors beigetreten und habe gerne und auch im Studium noch, wenn eine Mozartmesse oder eine Haydnmesse aufgeführt wurde, in Festtagen habe ich gerne in der Kirche musiziert. Aber da hatte ich sozusagen schon den Status einer gewissen herablassenden Sympathie für das Kulturphänomen Katholizismus, deren unleugbare Verdienste um unsere Kunstgeschichte und unsere Geschichte überhaupt nicht zu bestreiten sind. Und so bin ich da hingegangen. Da spricht jetzt die dritte Emanation von Ihnen sozusagen, der Historiker. Ich würde gerne noch mal gerade zurückkommen zu der zweiten, nämlich dem Jugendlichen, der als Fahrschüler, der dann noch weiter eigentlich in Distanz auch gerät, das schildern Sie ja auch sehr schön, zu der Selbstverständlichkeit der dörflichen Umgebung. Da schildern Sie diese sehr interessante Episode, wo Sie Döpfner begegnen, ja. Der damals, welche Funktion hatte er? Er war Kardinal, Erzbischof von München-Freising, also sozusagen die wichtigste katholische Eminenz im deutschen Sprachraum. Und er war Konzilsberater beim Ersten Vatikanischen Konzil und galt dort als Anwalt der Fortschrittlichen.
Er galt als Anwalt der Fortschrittlichen. Und aber Ihre Begegnung war nicht meine ganz Begegnung, so. Irgendwann, als ich 17 oder 18 war, hat sich der Kardinal angesagt zu einem Besuch im staatlichen Landschulheim Marquardtstein. Ich war nicht intern, sondern extern, aber ich war Redakteur der Schülerzeitung und ich habe mich mit meinem Freund Severin verabredet. Wir interviewen den Kirchenmann und haben uns darauf vorbereitet und saßen in unserem Redaktionskämmerlein. Und dann kam der Kardinal auch vorbei, begleitet vom Ortspfarrer Marquardtstein und vom Kaplan, der uns den Religionsunterricht erteilt hat. Und dann haben wir versucht, unsere Fragen zu stellen. Und der Erzbischof Kardinal Döpfner fuhr uns über den Mund. Ihr kommt daher, wir Journalisten von der Zeit, was bildet ihr euch ein? Und so ging es, einige Sätze, und wir wurden immer kleiner und kleiner. Und als wir dann klein genug waren, hat er den Ton gewechselt und hat gesagt, so, jetzt könnt ihr ja mal fragen. Und der sehr sympathische und tüchtige Kaplan und Religionslehrer, der stand bleichen Gesichts dabei. Es gibt ein sehr prägnantes Foto in dem Büchlein. Und der Direktor der Schule hat uns beide Schüler, zwei oder drei Wochen später, als er uns im Pausenhof spazieren gehen sah, zu sich gerufen und hat sich namens des Kardinals entschuldigt für dessen Auftritt. Und das finde ich ja nun wirklich bemerkenswert. Ja, er hat gesagt, ihr müsst das verstehen oder ihr solltet versuchen, das zu verstehen. Der hat in Würzburg, wo er vorher war, einen schweren Stand. Da ist er vielfach angegriffen worden und das hat er offenbar schlecht verkraftet. Und jetzt hat er sich daneben benommen. Also das finde ich ausgesprochen bemerkenswert und das wäre wahrscheinlich wenige Jahre zuvor nicht so gewesen. Nein, und das spricht auch für diese Schule, dass die eine Ausnahmeschule war, das muss man wirklich sagen. Also wenn man das Buch liest, wird einem klar, auch nach der Erzählung von Grad, Wolfgang Hartwig wird nicht heilig gesprochen, vermutlich. Er war aber auch kein guter Schüler, das kommt auch drin vor. Also sozusagen, sie waren ja irgendwie auch Schulschwänzer und zwar über lange Zeit. Was den Leser allerdings schon überrascht, also einerseits ein katholischer, aber auch agnostischer Vater, aber eine sehr gebildete und auch auf Bildung für ihre Kinder bestrebte Mutter. Wenn man es liest, sozusagen, ist man dann doch überrascht, dass die Strafen in Bezug auf diese Schulschwänzen also irgendwie nicht so ganz scharf oder stark ausgefallen sind. Warum wurde das irgendwie so überspielt? Also meine Eltern waren wahnsinnig ehrgeizig in Bezug auf ihre Kinder. Und meine Schwester hat alle Erwartungen erfüllt und übererfüllt. Und ich als der kleinere Bruder habe sie entschieden untererfüllt. Und also ich war der Ungezogene, der Rabauke, der Faulpelz. Und ich war auch einfach zu jung. Ich bin mit 9 eingeschult worden. Und die Eltern haben darauf bestanden. Mit fünf in der Volksschule und mit 9 in der Oberschule. Ich bin im November geboren und bin sozusagen 3 Monate zu spät geboren für das normale Einschulen. Und deswegen hat man bestanden drauf, ich muss noch in die vorhergehende Klasse. Und beim Überwechseln in die Oberrealschule, da wurde eine Aufnahmeprüfung veranstaltet. Und in dieser Aufnahmeprüfung bin ich auf dem 33. Platz gelandet. Und das Klassenzimmer hatte 32 Plätze. Und dann sind meine Eltern ausnahmsweise mal zusammen nach Traunstein zum Schulamt und haben behauptet, unser Sohn ist so begabt
Und es würde schlimme Folgen haben, wenn er jetzt nicht augenblicklich auch als Neunjähriger überwechselt auf die Oberschule. Und das, in der Volksschule bin ich problemlos zurechtgekommen mit den Anforderungen, in der Oberschule nicht, in der zweiten Klasse durchgefallen, aber durchgefallen nach endlosen peinigenden Wochen und Monaten des Schulschwänzens. Und dieses Schulschwänzen, man kann es sozusagen als lustige Episode erzählen, aber das nicht lustig. Nicht lustig, nee, war es auch nicht. Es war eine Qual. Aber die Eltern waren dann relativ tolerant dann im Nachhinein. Der Vater wurde aus dem Verkehr gezogen. Von der Mutter. Von der Mutter. Der Vater, der sozusagen den wahnwitzigen Versuch unternommen hat, auch auf Betreiben der Mutter, mir Nachhilfestunden zu geben in Mathematik, meinem schwächsten Fach. Und da saß dieser übertemperamentvolle, vulkanische Mann, Privatdozent der Geophysik an der LMU München, neben mir, 9- oder 10-jährigen, verträumten, verschlafenen Bürschlein, und bebte vor Wut und Ungeduld über seinen stupiden Sohn. Und daraufhin hat das Hirn jegliche Tätigkeit eingestellt. Und irgendwann haben sie es gemerkt, aber eigentlich erst, nachdem ich aufgeflogen war als Schulschwänzer. Und ich habe dann Nachhilfeunterricht bei einem etwas älteren Mitschüler bekommen. Der Vater blieb ganz im Hintergrund und die Mutter sagte eigentlich gar nichts. Die wollte nur wissen, ob das, was ihr der Direktor erzählt hatte, als er ihr nach München nachtelefoniert hat, um ihr mitzuteilen, ihr Sohn ist seit Monaten nicht in der Schule erschienen, wie sollen wir verfahren, ob das auch stimmt. Und dann hat sie mich ins Gebet genommen, aber nur ganz sanft. Und als ich dann dem Schulende entgegengezittert habe und erwartet habe, jetzt kommt das fürchterliche Donnerwetter bei der Nichtversetzung, passierte gar nichts. Und meine Eltern waren sozusagen in ihrer Rationalität moderne, aufgeklärte Leute. In ihrem Unterbewusstsein oder in ihrem Halbbewusstsein waren sie obsessiv bildungsbesessen. Und beides konnte zu bestimmten Zeitpunkten eben zum Tragen kommen. Und später, als 16- oder 17-Jähriger, habe ich in der Bibliothek meines Großvaters das damals sehr einflussreiche Buch von Eduard Spranger gelesen. Titel habe ich nicht mehr ganz im Kopf, aber Erziehung im Jugendalter oder so ähnlich. Und da sah ich dann die Unterstreichungen meiner Mutter unter den entsprechenden Passagen und konnte nachlesen, nach welchen Maximen ich erzogen worden bin. Und das war alles sehr liberal für damalige Verhältnisse. Aber sozusagen die untergründige Erwartung war eben, der Junge muss später seinen Großvater rächen. Der muss an der Welt zeigen, was die Welt verloren hat, indem sie ihn in den Tod getrieben hat. Das finde ich jetzt sehr interessant, weil das kommt so stark nicht aus dem Buch raus. Ja. Haben Sie das Gefühl, Sie sind quasi mit einer Mission versehen worden? Das Gefühl habe ich. Ich habe nicht alles hingeschrieben. Ich merke das schon. Die Mission der nachträglichen Ehrenrettung des Großvaters, über den Sie ja auch... Die ich dann, brav wie ich bin, tatsächlich auch im Schweiße meines Angesichtes 5 Jahre lang vollzogen habe, indem ich das dicke Buch über meinen Großvater geschrieben habe. Also diesen Auftrag habe ich tatsächlich erfüllt. Allerdings dann schon mit einem
distanzierteren Blick. Also seit Beginn des Studiums wollte ich von dem ganzen Ahnenkram nichts mehr wissen. Und wollte einfach jetzt studieren und ganz raus und weg von den Eltern und weg von diesem, von dieser ganzen Tradition. Also dass ich jemals ein solches Buch schreiben würde, war mir absolut unvorstellbar. Das war das, was ich am meisten gehasst habe. Der Familienkult und die Familienbilder an der Wand und der Uronkel sowieso in einem Holzstich. Und die Urtante sowieso. Also weg damit. Und dann aber irgendwann als Historiker kam ich eben auch dahinter, dass der Großvater wirklich jemand gewesen ist. Und nicht nur derjenige, der mir durch meine Mutter präsentiert worden ist. Und am Ende würde ich fast sagen, der Mythos ist weitgehend berechtigt. Der Mann ist wirklich sehr imponierend. Aber ich musste das selber erarbeiten und ich musste ihn auch ein Stück weit, ein kleines Stück weit entmythologisieren. Ganz so toll war er in mancher Hinsicht auch nicht. Und ich fürchte, wenn er länger gelebt hätte, ich hätte mich überhaupt nicht mit ihm verstanden. Das ist auch eine interessante und weiterführende Erkenntnis auf jeden Fall. Was mich noch interessiert ist, diese Story, wie die Erinnerung, die Sie offensichtlich irgendwie sehr tief weggesperrt haben, plötzlich an so einem, an der See irgendwo im Süden, sich bei Ihnen wieder einstellt. Ehrlich gesagt, kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Was war denn da vorher? Haben Sie einfach überhaupt nie über Ihre Kindheit und Jugend nachgedacht? Das gibt es ja gar nicht. Nein, nein, das gibt es nicht. Aber ich war sozusagen in dem normalen, befangenen Zustand, in dem man ist, wenn man langsam erwachsen wird, dass man die Kindheit, also bei Heimito von Doderer, einem bedeutenden österreichischen Autor, beginnt ein Roman mit dem Satz, die Kindheit ist wie ein Eimer Marmelade, der einem über den Kopf gestülpt ein Leben lang an uns heruntertropft. Super. Der konnte schreiben, der Typ. Und in diesem Zustand befand ich mich. Und die Erinnerungen, das bewegte sich dann auf einer ganz anderen Ebene. Das waren sozusagen meine originären Erlebnisse auf dem Hof, wo der Großvater ja nicht mehr da war. Ich habe ihn ja persönlich nicht erlebt. Da kam sozusagen mein eigenes Kindsein zum Vorschein. Und das habe ich dann auch ein Stück weit kultiviert. Also man kann auch da bei der Erinnerung, man kann sich auf Erinnerung konzentrieren. Wir müssen unbedingt noch ein Thema ansprechen. Wir haben die ganze Zeit über Bayern gesprochen und Bayern ohne CSU geht natürlich nicht. Es gibt quasi hier eine wunderbare Passage, wo der 17-jährige Wolfgang Hartwig den Wahlkampf 1961 erlebt, wo die Parteien von der SPD bis zur FDP und dann auch die CSU die örtlichen Wirtshäuser in Beschlag nimmt und dort die Wahlkampfveranstaltungen macht. Also was mich sozusagen als Leser irgendwie auch interessiert hat, Wolfgang Hartwig tritt hier auf als Jugendlicher, der sich erstmal irgendwie alles so anhört, was die FDP so sagen will und die CSU, wie auch immer. Im Nachhinein fragt man sich natürlich, das waren ja auch große Zeiten. Es war Kennedy, es war Mauerbau, es war Kuba-Krise. Spielt alles überhaupt keine Rolle? War das sozusagen aus der Welt in Reit im Winkel, war das, was die Leute überhaupt nicht interessiert hat, was sie selber als Jugendlicher zum Teil nur gar nicht wirklich mitgekriegt hat? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das ist sozusagen ein kompositorisches Problem. Das kommt alles, so mir gegeben ist, noch den zweiten Band zu schreiben. Ah, okay. das wollte ich da nicht drin haben. Wo der mittlere Hartwig. Der mittlere und der spätere Hartwig. Also dann natürlich auch der an der Humboldt-Universität im Zentrum der deutsch-deutschen Spannungen und Vereinigungsversuche. Aber also politisiert
wurde bei uns zu Hause natürlich, das war beim Großvater selbstverständlich. Meine Mutter war politisch erstaunlich wach, das muss man auch sagen, als Tochter ihres Vaters. Mein erstes politisch interpretierbares Erlebnis war 1953 bei der ersten zweiten Bundestagswahl. Da lag die Großmutter schon schwer krank da nieder und im Bett. Und da kam der örtliche Taxiunternehmer und Speditionsunternehmer persönlich angefahren mit dem Taxi und holte die Großmutter ab als sichere FDP-Wählerin, damalige. Und das habe ich sozusagen als ehrenhaft empfunden. Also wir sind jemand im Dorf. Und dann erinnere ich mich ab und zu mal an irgendein Titelbild. Fotos waren das damals in der Süddeutschen Zeitung auf der ersten Seite. Vier-Mächte-Konferenz 1955. Mhm. Und dann aber sozusagen die entscheidende Zäsur war 1956 mit den großen damaligen Katastrophen. Erst Suezkrise und dann Ungarnaufstand. Und zum Ungarnaufstand hing ich schon am Radioapparat und habe die Reportagen gehört. Und 1958 Berlin-Krise habe ich dann schon relativ mit Bewusstsein mitgekriegt. Und 1961, da war ich sozusagen so weit zu sagen, so, ich schaue mir jetzt an, was die einzelnen Parteien zu bieten haben. Und die FDP war damals arm und natürlich im bayerischen Dorf sehr marginal und brachte nur einen kleinen Wirtshausraum im Löwen. Unterste Riege. Unterste Riege. Und ebenso die SPD. Aber die SPD hat mir imponiert. Da kam auf zwei Krücken ein gut gekleideter, sehr schmaler Kriegsverletzter mit einem Bein. Die Hose des anderen Beins war sozusagen hochgeschlagen und man merkte, also der stützte sich mit seinem Stumpf auf die Krücke. Und er musste natürlich, brauchte für die Krücke beide Hände und beide Arme, aber in einer Hand trug er noch seine Aktentasche. Und die Aktentasche packte er dann aus und referierte sachlich und relativ neutral, also ohne große Ansprache. Er berichtete über die Gesetzgebungsvorhaben der SPD, darunter über die damals vor allem von Wehner betriebene Künstlersozialversicherung, von der auch heutige arbeitslose Studenten oder ältere Wissenschaftler zehren, weil sie sehr günstig ist für ihre Verhältnisse. Und das trug der Mann da im Hinterzimmer des Gasthof Löwen vor. Und das hat mir imponiert. Und dann, der letzte Auftritt war dann der beim Oberwirt im großen Saal, da wo sonst die großen Feste stattfanden. Der große Saal rammelvoll, ein festliches Ereignis. Die Bauern, die Großbauern, die mittleren Bauern waren alle da in Tracht oder in vornehmem schwarzen Stadtgewand. Manche Bäuerinnen auch mit Tracht oder auch im vornehmen Stadtgewand. Und da kam man kaum durch die Reihen. Und der Hauptredner des Abends war der damalige Landwirtschaftsminister und frühere Kultusminister Alois Hundhammer. Der ist hier in Hamburg wahrscheinlich keine bekannte Größe mehr. Doch. Also, ich glaube, der Name geht durch die Republik.
Also in Bayern ist er dann auch irgendwann als Kultusminister nicht mehr möglich gewesen, nachdem er das Ballett von Orff, sondern von einem anderen, Abraxas, verboten hatte wegen unsittlicher Bekleidung der Ballettösen. Und der hatte eine große Anhängerschaft, der vertrat einen Flügel in der CSU. Es gab den modernistischen Flügel, der hatte den jungen Star Franz Josef Strauß. Und es gab den traditionalistischen Flügel, das waren die klerikal-agrarischen. Also das war sozusagen Altötting. Und er war der Vorsitzende der Bayerischen Bauernvereine, der christlichen. Und der hielt eine Rede, mehrfach jubelnd unterbrochen. Und die mündete in den Satz, damals hat Willy Brandt zum ersten Mal als Kanzler kandidiert. Und da rief er dann in den Saal, wir hatten schon einmal einen jungen Willy, gemeint war natürlich Wilhelm II. Sie wissen, wie das geendet hat. Und damit war mein Versuch, sozusagen der CSU eine faire CSU Chance zu verstehe. War beendet. Und hat aber nicht gehindert, dass ein späterer CSU-Ortsvorsitzender von Reitewinkel, der mich dort offenbar gesehen hatte und mir zugetan war, mich über den Schneidermeister von Reitewinkel hat unterrichten lassen. Er würde mich bei nächster Gelegenheit, also ich war da schon 36 oder 37, noch nicht habilitiert, noch keine Stelle feste und für einen Fotografen im Ort Reitewinkel natürlich eine unmögliche Situation, in der er dachte, dem muss ich helfen. Also es wurde mir das Angebot zugetragen, das nächste Mal, wenn ich nach Traunstein fahre, zum Strauß, ich kenne Herrn Gurt, dann kommst mit, dann stell dir dann Strauß vor und dann sehen wir schon weiter. Und das kennzeichnet schon einigermaßen das Milieu. Und heute gibt es das alles natürlich nicht mehr. Es gibt noch einen Ortsverein CSU, es gibt auch einen Ortsverein SPD, aber es gibt keine solchen Versammlungen mehr. Das spielt sich alles übers Internet ab. Und wenn es die Versammlungen gäbe, dann ginge keiner mehr hin. Damals waren es festliche Ereignisse. Es gab ja auch sonst nicht so viele Unterhaltungen. Nein. Muss man richtig. Sich immer klar machen, die Attraktivität ist ja immer entsprechend dem Angebot.